Mit einem sanften Gruß auf den Lippen und verschränkten Armen begrüße ich euch recht herzlich zur 5. Folge von Final Fantasy VII, dem Remake, in dem wir in der letzten Folge einiges über die Waffenmodifikation gelernt haben. Und zudem hat uns die gute Tifa gezeigt, wie grob sie zuschlagen kann. Das hat uns sehr begeistert und hat uns natürlich noch Lust auf mehr gemacht. Und diese Lust wollen wir jetzt erstmal befriedigen. Deshalb geht es weiter. Guckt zu und seid dabei. Das freut mich. Und Tifa, was versteckst du dich denn da hinten im Raum und guckst mir da so von hinten zu? Was ist los mit dir? Ah, guck mal, die richtet sich die Haare. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass sie Interesse an mir hat. Die Zeichen einer Frau kann ich längst deuten. Oh ja, so, runter mit uns. Da unten ist nämlich unser nächstes Ziel schon. Und da gehen wir jetzt hin. Also, alle miteinander. Da bin ich, der Waffenhändler. Oh, guck mal, das ist ja auch schon ein schönes Stück Stahl. Oi, Anta. Donna Monster mo tausu. Nan demo yan nan datte? Sassok hyouban ni natteru mitai. Da tostara. さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫びがわりだ。強いやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ?他のも見ていかねえか?見るだけだ。 Alles klar, eine Eisenklinge haben wir bau auf die Hand gekriegt. Da hat das Geplapper von Bix scheinbar doch schon Früchte getragen, dass selbst dieser Stinkstiefel uns nun mit Wohlwollen überhäuft. Was ist da denn los? Wir können uns eine Waffe kaufen. Aber wollen wir das überhaupt? Wir haben doch erstmal unsere Waffenpunkte in unser großes Buster-Spread reingeschleudert. Ich weiß ja gar nicht, ob ich da noch mehr will. Eisenreif und Sternreif. Ich bin nicht reif für irgendeinen Kauf, denn ich habe gar kein Geld. Ich bin arm, ich bin verarmter Adel. Accessoires. Kraftreif, na guck mal, da kann ich wenigstens einmal zuschlagen. Schutzweste. Ohrringe. Na, solche Wackelteile will ich mir bestimmt nicht ans Ohr heften, ja. Der Rubin ist auch gar kein Stein verklaut, passt farblich gar nicht. Talisman vielleicht. Das senkt alles unseren Angriff. Hm? Ein Kraftreif? Für Tifa ein Kraftreif wäre ja gar nicht mehr so schlecht. Einen haben wir ja schon dem Cloud angelegt. Aber vielleicht eine Schutzweste für einen von uns noch. Haben aber auch keine Materia-Slots, ne? Ich belasse es erstmal bei dem, was wir haben. Und spare noch ein wenig Geld. Und Waffenfertigkeiten können wir natürlich lernen. Das ist ganz logisch. Wenn wir nämlich eine neue Waffe erhalten und damit dann auch Waffenfertigkeiten erlernen, können wir die natürlich verbessern. Erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfertigkeit den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet wird. Die Waffenfertigkeit des Panzerschwerts hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Okay. Wir können also die Geschicklichkeit auf ein Maximum anheben und kann dann auch an anderen Waffen ausgerüstet werden. Okay, ist ja klar. Wissen wir Bescheid. Weimar wer? Was? Okay, es ist soweit. Sind wir jetzt als Söldner der Wacheinheit hier abgestellt. Die Bürgerwehr darf sich nun auf gute... Was ist los mit dir? Schreit ihr denn hier so? Seid mal so ruhig. Also die Bürgerwehr kann sich jetzt auf gute Verstärkung verlassen. Ach, guck mal da. Der ist es. Hat schon Respekt vor uns, ist gut. Oh, tanomoshii ne. 町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。 Perfekt. Alles genau, Aufträge gibt es jetzt auch noch, denn ab jetzt, ab sofort, können wir unser Talent unter Beweis stellen und zeigen, dass wir ein wahrer Alleskönner sind. Und entsprechend können wir auch Aufträge annehmen über das Menü Aufträge, dass du mit R2 auf der mittleren Feldtaste
aufrufst, kannst du die momentan verfügbaren Aufträge einsehen. Die Aufträge können parallel ausgeführt werden. Schließe viele davon ab, um deinen Ruf als Alleskönner zu verbessern. Um dann entsprechend noch mehr Aufgaben zu kriegen, wahrscheinlich, ne? ご給を乱さない心配機能。金星のトレタ筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー。神羅カンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは鉄基金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集をお願いします。それで、新たなマテリアを開発できるのです。神羅の仕事ならお断りだ。 僕はささやかながら神羅に反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアは神羅に対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまり、それまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。 Interessante Beziehung zwischen den beiden gebildet. Der gute Chatley. Und ich sehe gerade, das ist ein Tuch, was er da um seinen Taschengurt hat, ja? Ein Tuch, das sah mir irgendwie so sonderbar aus. Ein schräger Typ, aber seinem Berufsstand zufolge kann er auch ein paar Sonderheiten an sich haben. Macht gar nichts. Hauptsache, er gibt uns Geld oder belohnt uns mit Erkenntnissen. Wir können nämlich Missionen für die Kampfberichte abschließen und Chatley mit den gewonnenen Daten versorgen, damit neue Materie entwickelt werden kann. Angaben zu den Missionen können im Hauptmenü unter Kampfberichte eingesehen werden. Bei Berichten, die während der aktiven Auftragsphase abgeschlossen werden, winken zusätzliche Belohnungen. Ach, guck mal. Das ist ja cool. Wir werden jetzt erst einmal kurz in das Menü blicken. Hier haben wir Kampfberichte. Und zwar den ersten, Untersuchung zu den Bestien Midgars. Punkt 1 ist das. Es ist eine unbarmherzige Welt, in der die Bestien Midgars sich bewegen. Werfen wir da einen Blick auf ihre Selbstheilungskräfte. Ziel ist es, allgemeine Faktoren zu bestimmen, um diese Kräfte zu einer Materia werden zu lassen. Der Auftrag lautet, dies mittels Analyse zu untersuchen. Verwende Analyse bei 2 Gegnerarten. Und neue Materia wäre Auto Vita. Das klingt gut. Das klingt gut. Das will ich haben. Dann müssen wir uns mal modifizieren, ne? Claudon. Hier Materia. Ich werde erstmal Vita entfernen, denn Tifa kann uns ja auch ein wenig Heilung zusichern und stattdessen Analyse einsetzen. Und das müssen wir jetzt auf einen Gegner anwenden. Zack. Wenn ich die Karte aufwerfe, sehe ich doch gleich, hier sind verschiedene Punkte aktualisiert worden. Verschwundene Freunde. Rattenplage und Ungeziefer in der Fabrik. Und ich habe es ja schon angekündigt, dass wir im Rahmen des LPs versuchen, so viel wie möglich zu machen, um entsprechend gut dazustehen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir das auch machen müssen, damit wir nicht auf halber Strecke irgendwann kläglich scheitern. So. Du sagst mir nichts weiter, außer was ich zu tun habe, nicht wahr? Chatley, alles klar. Okay. Das ist gut. Dann müssen wir mal jetzt hier hin, ne? War nicht der rostige Pfad dort vorne? Dann gehen wir raus und hoffen, dass wir hier neue Gegner antreffen können. Wobei man natürlich befürchten kann, dass die jetzt alle schon längst Reis ausgenommen haben, nachdem wir hier einmal quer durchgefegt haben. Aber nein! Jawohl! Erstmal müssen wir aber unsere ATBs steigern lassen. So, und jetzt können wir einmal Magie... Nee, nicht Magie, Fertigkeiten? Ja, genau, Analyse. Auf den da niederliegenden Allesfresser anwenden. Perfekt! Da ist er! Ein allesfressendes Insekt, das überall in den Slums anzutreffen ist. Es lebt und agiert in Schwärmen, die nach Essensresten suchen, aber auch kleine Tiere und sogar Menschen angreifen, um ihren Hunger zu stillen. Hier gibt es keine taktischen Informationen, aber sie können Gegengift verlieren, das ist gut. 5 haben wir besiegt und das wird Nummer 6 sein. Ja. So, einmal kurz ein wenig zurückstecken, um dann
auch hier noch einmal die Fähigkeit, Analyse anzuwenden, auf die Wehrratte. Da ist sie. Riesige Ratte, die auf der Suche nach Nahrung in den Slums aufgetaucht ist. Sie ist sehr vorsichtig und taucht immer in Gruppen auf. Okay, genug erfahren. Und jetzt heißt es, sie ausmerzen. Perfekt. Wie wär's denn mal mit einem kleinen Feuerchen? Komm her. Perfekt. Berichte für Chatley. Zu Chatley zurückkehren. Jawohl. Ach, das macht doch gleich ganz automatisch. Das ist ja praktisch. Und so kämpfen wir uns durch den Ladescreen. Du hast genug Informationen für die Kampfberichte gesammelt. Da kriegen wir auch nochmal erklärt, was denn überhaupt Sache war für all diejenigen, die es vergessen haben sollten. Und jetzt können wir mit ihm sprechen. Crowd-san, 見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。 Chatleys Geheimnisse. Wenn du dich an der Datensammlung der Kampfberichte beteiligst, macht Chatley Fortschritte bei der Materieentwicklung und du kannst neuartige Materie erwerben. Wenn du sehr viele Kampfberichte abschließt, erhältst du möglicherweise auch Sonderaufträge. Perfekt. Und Waffenmodifikationen können wir hier auch zurücksetzen. Bei Chatley kannst du für einen geringen Betrag freigeschaltete Waffenmodifikationen zurücksetzen lassen. Du hältst dann alle verbrauchten Waffenpunkte zurück und kannst deine Waffe noch einmal von vorne verstärken. Denke daran, dass es keinen Grund gibt, geizig zu sein. Setze für jeden deiner Waffen so viele Waffenpunkte ein, wie dir zur Verfügung steht. So, kaufen dürfen wir. Was dürfen wir denn jetzt kaufen bei ihm? Vielleicht auch so eine wunderschöne Brille Marke Eigenbau, die er da aufgesetzt hat. Ich weiß auch nicht, sieht ein bisschen schäbig aus. Das sieht eigentlich so ein bisschen billig. Ach, Analyse haben wir ja. Auto Vita. Gibt's sogar für einen ganz moderaten Preis. Und die erlaubt uns, wenn Gefährten im Bedrängnis sind, sie automatisch bis zu einer bestimmten Anzahl Vita wieder zu heilen, ne? Unwirksam, wenn der Anwender nicht genügend ATB oder MP zur Verfügung hat oder der Spieler den Charakter aktiv steuert. Ach, guck mal, das ist dann aber ganz gut, wenn wir dennoch irgendeinen Charakter haben, der vielleicht gerade nicht so gut dabei ist, sich selbst zu heilen. Lassen wir mal. Alles klar. Hätten wir das? Hast du noch einen Auftrag für mich vielleicht? なんでもやきっと当たるよ。ああ。悪くない手応えだ。仕事はえりごのみしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しく行こうかな。そうしてくれ。ね、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？ 一度店に戻る？Da war wieder der Spruch: Goen wa okane yori daiji. Die Beziehungen sind letztendlich das, was wichtig ist am Ende. Und wir könnten jetzt in der Hauptstory weiter verfahren. Allerdings wollen wir natürlich auch nochmal dem Söldnerfürsten hier begegnen. Hast du noch was für mich? Okay. Dann muss ich also direkt mich bei den Klienten melden. Hast du noch was? Nee, nicht für jetzt, okay. Ich muss wahrscheinlich noch weitere Gegner analysieren. Können wir ja dann vielleicht bei der nächsten Gelegenheit auch wieder machen. Jetzt gucken wir mal hier rauf und sehen. Ja, die Hauptstory-Mission ist hier erschienen. Ich möchte aber vielleicht auch noch eine Rattenplage beseitigen. Können wir da die Route auswerfen lassen? Überprüfen? Weimar! Hat dir einen potenziellen neuen Auftraggeber vorgestellt. Okay. Wäre hier richtig? Ja, können wir ja da vorne die Kurve nehmen. Dann sind wir in Windeseile auch vor Ort. Ha, da ist er. Guten Tag, der Herr. Da bin ich wieder. Ich will immer instinktiv meine Fertigkeiten auf die anwenden. Ich weiß auch nicht, warum ich so getrieben bin. Ah.
やつらね、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用がた落ちだ。あんた、今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。 Alles klar, der Auftrag ist gestartet und wir lauschen noch ein wenig den Klängen der Prälude sozusagen, den Anfangstönen dieses wunderschönen Spiels, die wir auch schon gekauft haben, ne? Das muss man natürlich nochmal dazu sagen. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da, da oben, da dürfen wir hin, ja? So, führ mich dorthin. Kann ich hier einen Wegmark aussetzen? Also direkt, dass es mir angezeigt wird? Ah ne, komm. Ist er eh um die Ecke. Oha! Das Loch haben sie reingefressen, oder? Wie habe ich das verstehen? Wo sind denn die Übeltäter? Da haben wir sie. Also bei dem Schwert, kein Wunder, dass das so schnell geht. Dass wir die allesamt hier vernichten. Ja, hier. 3 Handgranaten. Wer hat die denn hier versteckt? Das ist ja nicht schlecht. Aber auch gefährlich auf demselben Pfade, falls da irgendwann mal Kinder spielen im Hinterhof und da die Granaten finden. Das kann verheerende Folgen haben. Aber mit den Folgen müssen wir ja Gott sei Dank nicht leben. Das sind dann die Leute hier. So, da bin ich schon wieder. Muss ich dir Bericht erstatten oder dem Söldner? Nein, schon fertig. Was willst du denn von mir? Kommt noch mehr aus ihren Löchern oder was? Soll ich wieder zurückgehen? Ich dachte, ich bin fertig. Meine Fresse. Ach, guck mal, da sind wieder ein paar gewachsen. Ach, guck mal, die warten auf uns. Alles klar. Sehr gerne. Aasratten. Okay. Das ist also die wahre Bedrohung. Aber auch mit denen nehme ich sehr gerne auf und ich kann jetzt auch mal die Analysefähigkeit hier anwenden, um zu sehen, was das für eine Mutation der großen Wehrratte ist. Sie ist größer und intelligenter als die gemeine Wehrratte und hat natürlich Scheu vor Menschen komplett verloren. Sie rächt sich gezielt an jenen, die anderen Ratten etwas antun. Das wären wir ja und davon haben wir noch keinen besiegt, aber das wird sich ganz schnell ändern. Insbesondere, wenn wir mit Feuer jetzt attackieren. Na komm. Wollt er nicht? Dann halt in wertvoller Kleinstarbeit erstmal einen Muthieb von uns geben. Jawohl. Komm schon her. Da liegt er, flach. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen kräftiger zu lang und vielleicht auch mal dann doch Magie anwenden. Impulshieb. Alles klar. Boah, die Teile zwicken mich ordentlich, ne? Tiefer. Hier wärst du mal mit einem Hackentritt. Und dann Chakra. Sehr gut. Perfekt. Jetzt haben wir es geschafft. Das war also die wahre Rattenplage, die sich da gezeigt hat. Haben aber doch, denke ich mal, recht moderat absolviert diesen nächsten Missionsast, der uns da vorgesetzt wurde. Da bin ich. Jetzt aber auch wirklich, ja? Ich
化けネズミどもを一掃した素の腕の何でもやお気に入りの店として宣伝すれば、どう思う？いけそうだろう？どうだろう、何でもや商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でもや、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。Welch Begeisterung er uns hier entgegenbringt. Dabei spricht der Blick ganz andere Bände. Sieht eher besorgt aus, der gute Herr. Können wir hier noch was Schönes kaufen? So, R2 lässt uns hier nochmal den Blick hierauf werfen. Behandeln. Zustandsheilmagie, können wir da... Und so machen wir nochmal, ja? Wenn wir schon kaufen können, kaufen wir es auch gleich. Supertränke. Will ich haben. Nehme ich mit. Und damit sind wir gut ausgestattet. Und eine weitere Aufgabe wartet doch sicher schon. Da erscheinen auch immer mehr, ne? Ungeziefer in der Fabrik. Verschwundene Freunde. Der Schrecken der Rostpfade. Durch die Empfehlung haben wir diesen Auftrag jetzt auch noch gekriegt. Wir wollen aber erstmal jetzt noch hier, ne? Da die Route uns aufwerfen und die Ungeziefer noch aus der Fabrik vertreiben, denn jetzt sind wir irgendwie gerade so auf dem Trichter, dass wir hier Ungeziefer vertilgen wollen. Deshalb gehen wir jetzt mal weiter. Der Krämer hat seine Rache bekommen. Alles klar. Ganz genau so sieht's aus. Was ist denn hier los? Boah, hier ist ja richtig was los. Aber das ist die Hauptstory, da will ich noch nicht hin. Lass mich doch erstmal auf meine Aufgaben zurückgreifen, mein liebes Spiel, ja? So, er lädt gerade. Vielleicht muss ich den Pfad hier eher nehmen. Wobei, dann muss ich da vorbei, ne? どうしたの？死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マーコールの爆発絡みだろ？ジョニーのやつ、いつもみたいに怒られて、釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う。ジョニーは、私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな、レイダ。ありがとう。行こう。 OK, dann müssen wir wohl erstmal Johnny zum Schweigen bringen, bevor er auf schlechte Gedanken kommt. Beziehungsweise Shinra ihm die Gedanken aus dem... War das eben der Chocobo-Team? Die Gedanken aus dem Kopf jagt. Und hier auf dem Schild steht geschrieben, während die Müllberge hier herabfallen oder niederfallen, sollte man aufpassen und natürlich diesen Bereich nicht betreten, ist zu gefährlich. Kann man es auch hier lesen? Kann man hier aufdrücken? Ne, wird an mich gezeigt. Alles klar. Ah, guck mal hier. Hier kann man ihn belauschen. Oh, verdammt. Der hat echt ein leichtes Mundwerk. Alles klar. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen und dabei unauffällig bleiben.
denn sonst kann das wirklich massive Probleme mit sich führen. So ist so, Hanase. Hm? Aber dafür sind wir uns natürlich auch nicht zu schade. Die Tour mögen wir gerne. Auch wenn wir wahrscheinlich Johnny hier gerade ein bisschen auch in Mitleidenschaft ziehen. Okay. Oh, verdammt. Jetzt aber. Impulshieb. Jagen wir mal hinterher. Und feuern ordentlich auf ihn, sodass er niederbricht. Alles klar. Nicht den Mutangriff, aber den Impulshieb, den wir leider verfehlen, weil er relativ fix ist, dieser Wachhund. Den wollen wir uns auch nochmal genauer angucken. Um so auch ein paar Daten für Chadley zu sammeln. Von der Shinra Sicherheitsbehörde abgerichteter Kampfhund, der Wachtrupps begleitet und im Kampf unterstützt mit seinem ausgeprägten Geruchssinn, wittert er Eindringlinge schon von Weitem und greift sie mit ebenso wilden wie präzisen Attacken an. Da muss man aber wiederum sagen, er hat nicht gemerkt, dass wir gerade durch das Tor geschritten sind und Übles im Sinn hatten. Jedenfalls können wir ihn jetzt auch noch niederschlagen. Der wäre dann der 10. im Rudel, den wir besiegen. Das gefällt mir. Noch schöner wäre es, wenn jetzt die gute Tifa mal eine Entfesselung hier macht. Und ja, bevor wir noch was weiteres machen können, geht schon weiter, aber Materie Chakra hat die nächste Stufe erreicht, das ist cool. So, wir wollen ihn doch gleich mal befreien aus dieser misslichen Lage.死にたくなかったら街を出ろ。本当に行かせていいのか遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド。 Wenn sie wüsste, was wir schon alles gemacht haben in der Vergangenheit, was wir durchlebt haben, was Claude zu der Person gemacht hat, die er nun mal jetzt ist. So, Tifa ist weggerannt. Ich stehe immer noch wie ein Wellenbrecher in der Sturmflut. Und meine liebsten Leute, hier verweile ich auch noch ein wenig. Steht sich gerade so gut zwischen den gefallenen Soldaten. Und das nächste Mal geht's weiter an dieser Stelle. Und dann wollen wir uns natürlich auch um weitere Missionen kümmern. Hier, Shinra tritt in Aktion, geht auch gleich weiter. Und ja, da können wir uns auf vieles freuen, was da noch kommen mag. Und bis dahin könnt ihr nochmal schön kommentieren und liken und mir auf den sozialen Medien folgen. Das wäre herzallerliebst und wundervoll. Vielleicht hänge ich euch dann auch ein Soldatensiegel an und befördere euch auf die nächste Stufe. Das wär's. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.